Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder mit PlayerUnknown's Battlegrounds. Oh, und es geht wieder los. Es gibt einfach keine Ruhe hier in dem Spiel. Also, sobald hier das Spiel losgeht, ist immer ein riesen Geballer und dann rennen die Leute auch noch hinterher und ballern, weil sie wissen, dass du deine Ruhe haben willst. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall... Ach, weißt du was, das darüber werden wir reden, wenn ich unten angekommen bin. Vorher macht das keinen Sinn, das Flugzeug ist einfach viel zu laut. Wir werden mal schauen, wie weit wir heute kommen. Hab schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Aber da unten ist wahrscheinlich jetzt der Showdown. Interessant, wie viele da rausspringen, ist der Wahnsinn. Alle wollen dahin. Ich hingegen bin immer so der, der ein bisschen abseits hin möchte, so weit wie möglich von dem Ganzen erstmal weg. Ist der beste Weg meiner Meinung, wenn man sich da nicht direkt auf die Leute einlässt. Und auf den ganzen Quatsch. Dumm ist es nur, wenn man zu weit von der Zone weg ist. Das ist denn halt schlecht. So, so wie es aussieht, bin ich komplett alleine. Außer da in der Stadt, da landen welche. Na gut, wenn hier keiner runter will, dann können wir uns ja hier runter begeben und gucken erstmal in die Häuser rein. Ja, also dieses Video ist quasi nicht entstanden, oder sagen wir es anders. Ich bin eigentlich noch krank und wollte eigentlich auch nicht mehr aufnehmen jetzt heute. Aber ich muss mich einfach bei euch bedanken. Ich muss mich einfach bei euch bedanken, dass ich so viel Feedback, so viel positive Feedback bekommen habe. Und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ihr euch mein Video angeguckt habt, meine Reviews, mein Review durchgelesen habt. So, diesmal machen wir mit dem Helm nicht falsch. Dass ihr das durchgelesen habt und auch vielen lieben Dank an die Leute, die mir geschrieben haben, und mich geedit haben und so weiter, die mir dann gesagt haben, dass sie sich das Spiel wegen mir geholt haben, weil sie es gesehen haben und ansonsten hätten sie sich das wahrscheinlich gar nicht geholt und danke, also wirklich danke, ja. Ich freue mich da extrem drüber. Ich bin jetzt nicht der beste Spieler, also man sollte sich jetzt nicht von mir allzu viel abgucken, aber ich kann halt gut Spiele einschätzen und dieses Spiel ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Hat zwar noch so ab und zu mal seine Macken, aber deswegen ist es nicht weniger gut. Und ich empfehle meistens auch nur Spiele, wenn ich auch dahinter stehe zu 100%. So. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Dass ihr da... Sag mal. Dass ihr das so gesehen habt und... Dass ihr da Spaß dran hattet und dass euch das geholfen hat bei der Entscheidung, ob ihr euch das Spiel holt oder nicht. Es kostet ja nun mal auch Geld. Ich glaube, ich habe die falsche Boni eingesammelt, ha? So. Gehen wir mal nicht davon aus, dass wir jetzt noch einen Sniper kriegen. Und dann holen wir die 9mm mit. Ja. Und mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, außer wirklich großes, großes Dankeschön. Ich kann es nur immer wieder sagen. Großes Dankeschön auch für die Daumen hochs, für mein Review, das ich geschrieben habe. Einfach danke. Einfach nur danke. Mehr kann ich auch nicht sagen. Also ich bin echt überwältigt. Das ging auf einmal los. Es waren vorher 4 Likes oder so. Und dann ging es auf einmal los und Dankeschön.
Danke, danke. Also es zeigt mir halt, dass ich das, wenn ich so Review schreibe, dass sich das halt auch lohnt, dass das gut ist. Ich freue mich halt, dass es euch geholfen hat. So. Jetzt bräuchte ich ein bisschen Hilfe, und zwar eine bessere Waffe. Ich gucke ab und zu immer schon direkt über den Balkon, aber oftmals sieht man das gar nicht so genau. Manchmal habe ich es auch, dass mir direkt Sachen vor der Nase erst spawnen, wenn ich da einmal lang gelaufen bin. Hab ich auch schon gehabt. So. Also, nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht weit komme, wenn ich hier gleich auf den Sack kriege. Ich habe schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Und ich gebe mir jetzt große Mühe. Ich werde mich auf alles so ein bisschen konzentrieren. Alles werde ich auch nicht mitbekommen. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Das habt ihr schon mitbekommen. Viele Sachen, ich übersehe auch mal Sachen. Sagen wir nicht viele, aber ein paar Sachen übersehe ich tatsächlich. Wie zum Beispiel mit dem Helm. Den Helm, den ich das letzte Mal verloren hatte, den habe ich wohl tatsächlich verloren, weil ich einfach zu viel F gespammt habe. Wurde mir auch in die Kommentare geschrieben, aber es ist gar nicht so offensichtlich, wie man als Zuschauer denkt. Also als ich dann mir das Video angeguckt habe, im Nachhinein habe ich es auch gesehen, klar. Aber vorher war es mir nicht klar, wo das Ding jetzt hin ist. Ja, das ist mir einfach nicht aufgefallen. Man kann sich das auch am Anfang angucken. Es ist auf einmal weg, einfach weg, wie als wenn es weggebackt ist. Es ist einfach nur weg. Man fragt sich, warum? Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich zu dem Zeitpunkt noch F gedrückt hatte. Aber es war halt einfach weg. Er war halt einfach weg, der Helm, und so ist das. Da hinten wird geschossen. Und das war mir ja irgendwo klar, dass da geschossen wird. Wir müssen auf die andere Seite. Da wird jetzt gefightet, okay. Das finde ich gar nicht so gut. Ich mag die andere Seite nicht. Die andere Seite ist immer mein Tod. Bin ich tatsächlich nicht so der Fan von. Ein Auto wäre natürlich praktisch, dann würde ich da schnell und einfach rüberkommen. Ich bin so ziemlich als Einziger hier abgesprungen, aber da können halt durchaus Leute jetzt schon rübergefahren sein mit einem Auto. Das ist alles möglich. Da könnten schon Leute warten, nur darauf, dass man da hinkommt und erschossen werden kann. Oh. Mittlerweile bin ich aber auch nicht mehr so aufgeregt, muss ich sagen. Das habe ich abgelegt. Meine Aufgeregtheit. Wenn ich beschossen werde, bin ich aber trotzdem noch aufgeregt. Also da zucke ich immer noch gut zusammen. Kriege ich jetzt mal einen Schreck. Aber so ist das halt. Ich kann das auch nicht steuern, also ich zuck dann einfach zusammen. Durch das Zucken gehen mir viele Sachen verloren, die ich optisch nicht wahrnehmen kann. Wo zum Beispiel jetzt der Beschuss herkam, wo der Gegner ist und so weiter. Wenn mich jetzt die Bombe trifft, dann will das Spiel einfach nicht, dass ich überlebe. Will das Spiel es einfach nicht, und dann muss ich das akzeptieren. Hm. Aber gar keine Waffe? Macht mich gerade skeptisch. So gar nichts. Oh, da geht's schon los. Ich hab gehört, dass die kam direkt neben mir runter. Unter Bett. War das ein Auto? Oder war das nur so ein Nachhallen? Bin mir nicht sicher. Klang nach einem Auto.
das gerade am Ausrollen war, sozusagen. Oh, das ist ein Auto gewesen. Wo ist er? War der nicht hier? Wo war der? Er hat doch auf mich geschossen, oder bin ich jetzt doof? Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, hat er auf mich geschossen. Auch keine Schritte gehört. Hat sich hier gut durchgemogelt. So. Nutzen wir die Third Person. Eine Waffe dürfte er nicht gefunden haben, zumindest keine richtig gute. Ich würde jetzt auf die Jagd gehen, aber ich weiß halt leider nicht genau, wo er ist. Deswegen klemme ich mir das mal. Eine Shotgun könnte er nämlich auch schon haben. Dreierweste ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber... Wir wechseln mal die Schotti. Apropos Schotti. Ich weiß gar nicht, was daran das Problem war. Was ist denn an Schotti auszusetzen? Wie nennt man es denn dann? Immer her mit den Namen. Wenn man es nicht Schotti nennen soll. Wie dann? Sagt's mir. Gibt Schotti, Shotgun, Pumpe. Hat nicht alles. Also schreibt's mir in die Kommentare, wie soll ich es nennen? Schotti, Shotgun, Pumpe. Und was nicht alles gibt, keine Ahnung. Klärt mich auf, was ihr noch so für Bezeichnungen kennt. Nein, das wollte ich haben, genau. Das hat er gut erkannt, das Spiel. Er hat gut erkannt, was ich haben will. So, der gute Herr, der mich da beschossen hat. Ich weiß nicht, wo der ist. Also die Schüsse, die klangen, als wäre er direkt neben mir. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Überall geguckt. Wow. Bin gerade reingebackt. Jetzt weitergefahren. Was hat er gemacht? Pistole. Also langsam haben die Leute hier auch eine Spielweise, wo ich nicht so ganz einschätzen kann, was das sein soll und werden soll. Muss ich sagen. Bei einigen jedenfalls. Na komm. Er hat sich wohl sein Auto genommen und auf Wiedersehen. War keine schlechte Idee. Boot wäre hier gut gewesen. Achtung, stillhalten. Doch gar nicht. Ich dachte, er kommt hier vorne lang. Vielleicht kriegen wir seine Karre. Mal gucken. Sein, er ist weitergefahren. Vielleicht ist er aber auch ausgestiegen hier irgendwo.
Kommt doch ein Auto. Sehen. Aber auch genauso sehen mich da von hinten Leute. Ja, jetzt haben wir entweder Glück oder Pech. Der ist weg. Ich muss halt auch langsam zusehen, dass ich wegkomme. Oder mich zumindest irgendwie mittig positioniere. Nimm nochmal die andere Knarre, hältst du davon. Gute Idee, ne? Da ist schon wieder ein Auto. Die fahren natürlich alle rüber. Irgendwie will ich da jetzt gar nicht mehr rüberfahren, wenn ich so ehrlich bin. Wenn ich ehrlich bin, will ich da jetzt gar nicht mehr rüberfahren auf diese Art und Weise. Das wird dann doch irgendwie zu gefährlich. Oh, das Auto da hinten macht mir natürlich ein bisschen Angst. Könnte sich halt wieder einer... Oh, Leggy. Leggy, Leg, Leg. Könnte sich halt wieder einer irgendwo drin verschanzt haben. Natürlich immer unschön, aber es kommt halt leider zu oft vor, viel zu oft. Eine ordentliche Waffe wäre schön, aber um die kann ich wohl heute betteln. Die werde ich nicht bekommen. Hm. Verstehe ich nicht so ganz. Warum ich kein Glück habe gerade mit Waffen. Da ich könnte jetzt letzten Endes sagen, okay, ich mache jetzt einfach das Beste aus dem, was ich habe. Wäre eine Option. Aber es wäre keine so schöne Option. Weil das, was ich habe, ist nicht viel. Leider. Da steht ein Boot, damit kann ich auf jeden Fall auf die andere Seite kommen, ohne dass ich beschossen werde, groß. Das heißt, ich kann theoretisch hier nochmal gucken, ob ich was finde. Und ansonsten heißt es halt mit Shotgun und UMP Attacke. Hier scheint jedenfalls keiner gewesen zu sein. Komm, stell nicht so an. Gib mir eine ordentliche Waffe. Kann aber nicht wahr sein. Das gibt's nicht. Ich frage mich gerade, wo die gespawnt sind, die ganzen Waffen. Ja, das ist bei mir nicht. Hm. Bei mir sind sie offensichtlich nicht gespawnt. Traurig, aber wahr. Da hinten wird geballert. Ich hätte halt gern einen weggeholt und mir seine Waffe genommen, ne? Das wäre halt schön gewesen. Man darf ja noch träumen. Also so viel Pech hatte ich noch nie. Muss ich ehrlich sagen, so viel Pech hatte ich noch nie.
dass ich hier gar keine Waffe kriege. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das bewerkstelligen soll ordentlich. Hey. Geh nicht so rum. Verstehe auch nicht so ganz, warum ich hier nichts finde. Hier war auch keiner gewesen. Was war denn das? Fährt was? Er wird sich mein Boot holen und dann bin ich am Arsch. Das gibt's nicht. Spiel! Soll das? Doch, habt ihr sowas auch schon mal erlebt? Da, mein Boot ist weg. Auf Wiedersehen, Boot. Steht hier bitte noch eins rum irgendwo? Bitte. Da steht noch eins. Also rüberkommen könnten wir noch. Aber eine Waffe finden, da glaube ich nicht mehr dran. Die Schüsse kommen auch immer näher. Man könnte natürlich jetzt versuchen, den Leuten das abzugrasen, die Waffen. Mein Gott, was war das denn für ein Gelecke gerade hier hoch? Wirklich nichts. Und die Zone kommt. Also ab ins Boot und weg hier. Hier wird's abgehen, hier vorne. Da oben steht sogar einer. Ich sehe ihn. Ich mich auf! Raus, raus, schnell! Raus, 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 raus! Oh. Dieser Pisser. Frage, holt er mich jetzt oder holt er mich nicht? Wenn ich er wäre, würde ich mich holen. Ja, macht er auch. Hat er vor, aber er sieht mich nicht. Schlecht für ihn, gut für mich. Natürlich noch hoffen, dass irgendjemand anders sich hier holt. Fünfer Granate, ne? Das ist die falsche Granate. Die Granate brauche ich. Sonst kann keiner mehr kommen. Letzten Endes nur noch der da oben und ich. Aktuell. Wenn er nicht schon tot ist. Da hinten wird hart gesnipert. Wie, der ist tot. Wir hatten den gekillt.
Ich weiß nicht, wer ihn gekillt hat, aber bitteschön. Gönn dir. Ich denke mal aus der Richtung, wo ihn einer geholt haben. Wir werden gleich mal schauen. Die Zone verkleinert sich hier ja. Kommt der in unsere Richtung, die Zone. Also entweder ist der jetzt doch dahinter, was jetzt meine Intuition wäre, wovon ich glaube, dass er da ist, dass der hier hinter ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, woran der gestorben sein soll, der Typ, den ich hier mit Granaten eingedeckt habe. Der wird einfach weiter zurückgegangen sein. Sehr eigenartig, oder? Aber jetzt muss ich laufen. Lauf, kleines Cliffy, da läuft noch einer. Da lief noch einer. Sich jetzt zu den Bäumen. Da ist er doch. Das darf doch nicht wahr sein. Das tut weh. Das tut weh. Das wird nicht gut ausgehen. Schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Fuck it! Die Zone war auf einmal so scheiße zu uns. Die ganze Zeit war alles gut. Ach Mann, ey. Schade. Schade, dass ich nicht mal den Typen da geholt habe. Oh. Ärgerlich, ärgerlich. Na gut. Dumm gelaufen. Die Zone hat mich gekriegt. Ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen und mir First Aid Kit reinhauen sollen oder irgendwas dergleichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich da hätte machen können als Rettungsoption. Dann weiß ich es nämlich fürs nächste Mal. Also, mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen in dem Moment. Ich möchte nicht von rechts beschossen werden und von links weiß ich, dass da noch einer ist. Was mache ich? Nehme ich jetzt das Ding? Laufe ich weiter? Hoffe ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich hoffe, das war trotzdem okay. Wir haben keinen einzigen Kill gesehen, leider. Die Gegner haben sich mir alle entzogen. Ja, hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und wie gesagt, ich bedanke mich nochmal ganz groß und ganz herzlich dafür, dass ihr ja, mein Review so gut bewertet habt und mein Video auch so gut bewertet habt. Ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder, beziehungsweise bei vielleicht dem Stream am Wochenende. Mal sehen. Werde ich aber vorher ankündigen. Also wer das gerne miterleben will, wer gerne bei dem Stream mit dabei sein will, der soll einfach abonnieren, das Glöckchen machen und dann kriegt er direkt eine Meldung, wenn ich online gehe. Gut, dann bedanke ich mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei euch für den Support und Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!